Aufstehen, wir machen zu. Seid ihr da? Da waren wir einen saufen und dann sind wir nachher spontan besoffen zum Bullenreiten gegangen. Und dann musst du dich dann auf den draufsetzen und dann musst du den provozieren und dann stoppst du die Zeit, wie lange es braucht, bis du runterfällst. Problem ist, du kannst das aber nur zu zweit spielen, weil mehr als zwei Bullen gehen nie zusammen auf Streife. Und an diesem Tag war aber alles anders, weil nicht nur wir waren da, um uns zu besaufen, sondern die örtliche Waldorfschule hat ihr bestandenes Abitur gefeiert. Abitur auf der Waldorfschule. Wir haben das früher Sportabzeichen genannt. Ich hab mit dem früher brennende Eimer voll Sambuca gesoffen und hab mit Mucosolvan Hustenliquid nachgespült. Es tut mir leid. Mein Kumpel ist VfB Stuttgart. Die Waldorfschülerin geschieht ihm ganz recht, oder? Haben wir noch einen Laptop irgendwo? Weil der hier ist nämlich jetzt kaputt. Arschloch. So. Wenn jetzt mir jemand so ein Kind in die Hand drückt, ich weiß gar nicht, wie ich das halten soll. So an Händen, an Beinen, an Haaren. Die haben ja nicht mal Haare. Ja, was ist, wenn ich es kaputt mache? Nee, jetzt mal ernsthaft, wenn ich so hey, Ne, ernsthaft, das ist kein DVD-Player oder so. Ich kann nicht sagen, ach, ich mach dir ein neues, ein schöneres. Das stimmt, das war die erste CD, die ich mir von meinem eigenen Geld gekauft hab. Unten rechts, das ist die Maite, glaube ich, oder? Ey, was geht denn da ab? Ich dachte, die hatten kein Geld. Die hatten nichts Vernünftiges zum Anziehen, weil die alle totgefressen hat? Ich bin ja direkt nach dem Saufen heute nach hier gefahren und ich habe mir heute noch gar nicht die Zähne geputzt. Scheiß, damit mache ich Oral-B mit ihrem Scheiß-Keiflaum und sowas von pleite. Heißt dann Orion-B. Und die Leute fragen sich die ganze Zeit so, hä? Keine Wohnung? So nur so im Zug unterwegs? Ist aber geil, weil der Zug ist meine Wohnung, ja? Ich habe wirklich 200 Meter Platz, 400 Mitbewohner, ja? Ich habe ein Bordbistro, so, da esse ich immer, manchmal koche ich auch. Die ganzen Menüs von den Spitzenköchen sind alle von mir. Pass auf. Stell dir vor, du pennst in deiner Wohnung ein Samstag, hast schön frei mit deiner Frau, gerade noch ein bisschen eheliche Verpflichtung nachgegangen. Und dann sagst du dir so um 14 Uhr, da mache ich ein schönes Nickerchen, ja? Und dann pennst du bis 16 Uhr, denkst du dir, ja geil, habe ich ein schönes Nickerchen gemacht. Wenn mir das passiert, bin ich in Brandenburg. Ja? Da habe ich, da verkaufen die sowas. Das ist geil, oder? Kaufladen war gestern. Die Kinder wollen jetzt Drive-In mit McDonald's spielen. Also im Osten ist das doch bestimmt der Verkaufsschlager, oder nicht? Da kann man wahrscheinlich, da gibt es wahrscheinlich auch noch so einen Straßenstrich zum Ausrollen.